Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Preusch, mir hat das Bild, das Sie genannt haben, von Hildegard von Bingen sehr gut gefallen und den Anspruch und das Ziel, aber auch viele Jahrhunderte später. Entschuldigung, Preusch. Sorry. Es war ein Versprecher. Es ging um Hilde. Also, Kollege Knopf, es tut mir total leid. Das Bild hat mir sehr gut gefallen, dass zwar nicht jeder Patient heilbar sein muss, aber dass jede Krankheit. Aber eins muss man halt so sagen. Ein Moment. Natürlich hat der Kollege Wahl damit Unruhe verursacht. Auch für das Protokoll. Er hat zum Kollegen Knopf geschaut in dem Moment. Ihn auch gemeint. Und jetzt darf er seine Rede fortsetzen. Genau. Also das Bild ist total, das ist schön, auch was von Hildegard von Bingen gesagt hat, dass wir jede Krankheit heilen können. Aber müssen wir sagen, ein paar hunderte Jahre später. Und das ist, muss ich jetzt auch als Vorstandsmitglied der AIDS-Hilfe Baden-Württemberg sagen, haben wir immer noch ziemlich viel zu tun, dass wir kommen. Es ist leider noch nicht der Fall. Aber gerade dafür brauchen wir gute Forschung und wir brauchen eine gute medizinische Infrastruktur, sowohl stationär als auch ambulant. Und dass wir dieses Ziel irgendwann von Hildegard von Bingen gemeinsam erreichen können. Das ist die Änderung des Landeskrankenhausgesetzes. Ja, wir würden natürlich sagen, wir hätten uns das früher gerne vorgestellt. Ja, wir könnten jetzt auch auf die Themen eingehen, die alle fehlen. Und wir gehen auch ein, was sonst gesamtgesundheitspolitisch vielleicht im Land fehlt. Aber es ist richtig, dass es kommt. Und das Land ist damit jetzt am Zug, dass auch das, was im Bund geplant wird, der Krankenhausreform umgesetzt wird. Weil wir sind da natürlich jetzt zeitlich schon im Zug, weil bis zum 31.10.2025 muss, wenn die Bundesgesetzgebung so ist, allen Krankenhausstandorten die Leistungsgruppen zugewiesen werden. Und da haben wir schon eine Herausforderung. Und deswegen ist es auch richtig, dass man sich jetzt hier auf den Weg macht. Und es ist auch richtig, dass man sich auf den Weg macht mit diesem Gesetzentwurf. Wir begrüßen das, wenn es wieder eine verbindlichere Krankenhausplanung geben sollte und die Basis dafür geschaffen wird, um dann im zweiten Schritt den einzelnen Standorten die Leistungsgruppen zuweisen zu können. Auch die Verbindung mit der stärkeren Ambulantisierung sowie der sektorenübergreifenden Versorgung sind sinnvolle Vorhaben. Die Digitalisierung, die sektorenübergreifende und telemedizinische Versorgung bieten für unser Land große Potenziale. Und diese zu nutzen, ist wichtig, ist richtig. Und ganz ehrlich, da können Sie von einer konstruktiven Opposition dann auch die Unterstützung erwarten. Da sind wir dann auch immer mit an Bord. Und dass wir natürlich, und das wissen wir ja auch alle, dass wir gerade bei stationären Aufenthalten hier in Deutschland noch große Herausforderungen haben. Wenn wir uns zum Beispiel eine Studie der Europavertretung der deutschen Sozialversicherung ansehen, dass wir auf dem viertletzten Platz im Ländervergleich bei der Länge liegen mit 9 Tagen. Länger liegen die Menschen nur in Tschechien, Kroatien und Frankreich. Und wenn wir das vergleichen mit den Niederlanden, wo stationäre Aufenthalte im Schnitt 4,5 Tage dauern, dann haben wir da eine große Chance und die müssen wir auch gemeinsam nutzen. Und ganz ehrlich, das ist ja auch ein Ziel, warum wir das Thema Krankenhausreform im Bund gemeinsam angehen. Aber zurück zum Gesetzentwurf. Im Gesetzestext heißt es, dass seit 2007 oder im Entwurf des Gesetzentwurfs heißt es, dass seit 2007 große Veränderungen im Krankenhaussektor gegeben hat, die nun mit dem geänderten Landeskrankenhausgesetz abgebildet werden müssen. Die Bedarfsnotwendigkeiten nicht mehr sachgerecht in den Bettenplanungen abgebildet werden können, die vorhandenen Planungen nicht mehr zum tatsächlichen Bedarf passen. Ja, das haben wir alles auch schon mal gesagt und das wissen wir auch alles, haben auch gehört. Und deswegen ist richtig, dass wir eine Fallzahlplanung sowie die Zuweisung der Landesleistungsgruppen bekommen und die auch vorgesehen werden muss. Auch die Stärkung der sektorenübergreifenden Planung, da haben wir eine ganz, ganz große Einigung. Für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass, Sie haben es ja in der GMK erst besprochen und auch diskutiert, steht auch die Reform der Notfallversorgung an. Wir haben im Land das Landesrettungsdienstgesetz, dass wir aus den vergangenen Fehlern lernen, dass wir eben nicht nur dieses Silo-Denken haben, sondern dass wir uns jetzt auch wirklich einsetzen, dass wir eine bessere Verzahnung hinbekommen. Weil ich glaube, wir haben in der Landeskrankenhaus
oder in der Krankenhauslandschaft große Veränderungen vor uns. Auch das Bundesgesetz wird kommen. Ich bin mir auch sicher, alle werden auf der Strecke auch abrüsten. Und da müssen wir auch wieder zu einem gedeihlichen Miteinander auch der Ebenen kommen. Und dazu sollte auch diese Rede heute dienen. Herzlichen Dank.